Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Witcher 2. Und ich bin's, eure Alexandra, und wir werden dieses Abenteuer bestreiten. Und als allererstes würde ich gerne mit euch eine Quest machen. Einmal kurz einstellen. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit ein paar Sachen verkauft. Ich muss auch gleich wieder ein paar Sachen verkaufen. Ich habe Harpienfallen hergestellt. Harpienkrallen hatte ich nämlich auch noch genügende. Holzklötze gesammelt und ach, alles Mögliche. Ich habe meine Rüstung ein bisschen verbessert, habe mir ein Stahlschwert geholt und ja, also so ein paar Einkäufe eigentlich nur getätigt und ein bisschen Geld ausgegeben. Ich war auch nochmal in den Minen der Zwerge drin und habe da auch nochmal geschaut. Und jetzt machen wir die Quest Königliches Blut. Wir speichern vorher einmal. Und mir ist was ganz Doofes aufgefallen. Und zwar brauchen wir für eine spätere Quest, um eine Rüstung zu bekommen. Also es geht wirklich nur um eine Rüstung, aber um eine sehr schöne Rüstung. Enriagen-Pheromone. Also die von den Königen, diese fetten Spinnen, die wir da am Anfang besiegt haben. Und ich bin der Meinung, wir hatten zwei Stück, weil wir auch zwei solche Spinnenköniginnen getötet haben. Aber die sind weg. Die sind nicht mehr in meinem Inventar. Ich habe die nirgendwo abgelegt und keine Ahnung. Ich glaube, die wurden aus Versehen zu Tränken verwurstelt. Aber ich weiß nicht, wie ich das ändern konnte. Kein Plan. Dumm gelaufen. Vielleicht kriegen wir nochmal was. Ich bin mir da unsicher. Ich glaube, die Quest ist für mich tatsächlich jetzt gelaufen. Das ist etwas, das natürlich sehr ärgerlich ist. Aber ich mache die Quest trotzdem mit euch. Nur wir kriegen am Ende die Rüstung dann nicht raus. Ja. Blöd, dumm gelaufen. Vor allem, weil wir sonst alles haben. Ganz, ganz blöd. So, jetzt gehen wir einmal zu unserem, ja, Fürst. Hier ist es übrigens wichtig, ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber wenn wir eine andere... Was für einen Grund kannst du haben, den Fürsten von Erdern zu stören? Ein paar Fragen. Ja, ein paar Fragen wie haben wir. Wie kommst du darauf, dass ich dir antworte, statt die Hunde auf dich zu hetzen? Weil ich glaube, dass euer fürstliche Gnaden schon genug Feinde haben. Hier, im Ausland und in Wengerberg. Die Thronfolge ist kein Thema, das man mit vagabundierenden Ungeheuertötern bespricht. Ja, der ist halt nicht wirklich gut auf uns zu sprechen. Wir können jetzt zwei Sachen machen, über den Geisternebel reden und alles Mögliche, aber wir sagen ihm jetzt erstmal, wir brauchen königliches Blut. Ich brauche königliches Blut. Ich trage keine Krone, wie du weißt. In deinen Adern fließt dennoch das königliche Blut deiner Vorväter. Das heißt nicht, dass ich es für einen Dahergelaufenen fließen lasse. Bist du ein Hexer oder ein Vampir? Ich brauche es, um Saskia zu retten. Und ich brauche es zum Leben. Komm mir nicht mit Unverschämtheiten. Ihm ist es wirklich egal? Okay. Gott, ist das ein Arschloch. Ihm ist Saskia total egal? Wow. Was für ein Arsch. Und befragen wir ein paar Einwohner zur Magie. Aber wow. Aber wie gesagt, mit dem Enriagen-Pheromon. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Weiß auch nicht, was damit passiert ist. Ich werde es nochmal gucken in meinen vorigen Let's Plays. Aber es ist halt etwas merkwürdig, das Ganze. Genau, ich muss jetzt da einmal hin. Ich muss jetzt zurück zur Schenke, das heißt, ich muss hier lang. Mittlerweile kenne ich mich etwas besser aus in Wergen. Nicht gut, aber besser. Laufen wir nochmal hier lang. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Irgendwas mitnehmen? Nö. Habe ich dir schon von der Frau erzählt, die vom Himmel gefallen ist? Ruhiger Tante. Ich will keine. Bist du geschäftlich oder privat hier? Zur Erholung und für Einkäufe. Dann bist du hier richtig. Womit kann ich dienen? Ich suche nach Orten mit starker Magie. Fällt dir dazu eine Geschichte von Zauberern oder magischen Orten in der Umgebung ein? Abgesehen von der feuerspeienden Hündin vor 3 Jahren?
Im Wald hinter Wirken hat früher ein Zauberer gehaust. Sieh doch mal nach, vielleicht hat er was hinterlassen. Und sprich mit dem Drosten. Wenn einer Wirkens Geschichte kennt, dann Cecil. Hab ich... Womit kann ich die... Ich möchte auf das Lager zugreifen. Ah, wir könnten jetzt Sachen einlagern, okay. Gut, ich will jetzt eigentlich nichts einlagern. Weil wenn ich das eingelagert habe, komme ich da leider nicht mehr dran. Na, eigentlich will ich nichts einlagern. Habe ich dir schon von der Frau erzählt, die vom Himmel gefallen ist? Tausendmal. Ich will keiner mehr was von deinem fliegenden Frauenzimmer hören. Das war aber wirklich sehr seltsam. Seltsam wäre es, wenn wir nicht stoppen. Ist ja ziemlich was los bei euch. Naja, wir haben eine Jungfrau, die Monster jagt, Eichhörnchen, die auf ihren Befehl hören, rebellische Bauern, einen Hexer und ein paar Zauberinnen und noch allerhand Gaffer. Ich wünsche eine baldige Rückkehr des Alltags. Dich kenne ich doch. Den Falschen angesprochen. Scarlet Burden will ich ansprechen. Armdrücken macht er mir erst später mit mir. Würfeln will ich auch nicht, also magische Orte. Ich suche nach Orten mit starker Magie hier in der Gegend. Oder an denen vielleicht viele Zauberer zu tun hatten. Ich hatte gehofft, du könntest mir da weiterhelfen. Lass mich nachdenken. Im Wald hinter Wergen hat früher Werfan gehaust. Ein Zauberer, der Genien herbeirufen konnte. Angeblich ließ er sie die gesamte Südwand aushöhlen. Sieh dir mal die Ruinen und verlassenen Krypten an. Wenn diese Felsbrocken mit den Winkelpranken nicht magisch sind, dann wüsste ich nicht, was sonst. Okay. Die haben wir hier alle befragt. Was wissen denn die, was das heißt? Gehen wir mal wieder hoch. Das war aber wirklich sehr seltsam. Seltsam wär's, wenn du mal nicht stockbesoffen nach Hause gehst. Was war das denn gerade vom Glitch? Irgendwie ärgert mich das mit den Pheromonen. Naja, man kann ja nicht alles haben. Ist aber auch so eine blöde Quest, wenn man einmal eine Sache verpasst hat. So, nehmen wir mal ein paar Aufträge an. Finde mehr über Harpchen heraus. Hatte ich das nicht schon? Genau, wir können auch bald Harpchen jagen gehen. Ja, aber wie gesagt, so Quests, wo du, wenn du eine Sache verpasst und du kannst sie nicht mehr nachholen oder sowas, weil du einfach nicht zurückkommst, finde ich totalen Mist. Ich weiß echt nicht, ob ich die verkauft habe. Normalerweise ist das nämlich immer unter Questgegenstände. Das habe ich nicht verkauft. Also eigentlich Schwachsinn. So, ich muss jetzt da hinten einmal hin. Wie komme ich am besten da hinten hin? Ja... Genau, da lang. Jetzt hier schon so ein bisschen vertraut gemacht mit der Umgebung. Ist trotzdem alles nicht so einfach. Hier lang. Muss teilweise auch einmal durch Türen, die sehen halt aus wie ganz normale Haustüren. Und da muss man dann durchlatschen. Jetzt sind wir hier schon mal. Jetzt muss ich weiter hier hinten durchlatschen, wenn ich richtig bin. Nö, natürlich nicht. Übrigens, bei dem Schild hier oben, da kann man Harpienfallen kaufen. Das habe ich da oben erledigt. Also hier. Hier irgendwo steht er dann immer. Aber jetzt wollen wir ja woanders hin. Genau, dadurch. Ihr seht, auf der Karte ist das auch so ein bisschen markiert. Da kann man durchgehen. Jetzt gehen wir zu Cecil. Der müsste hier oben sein. Ist zwar mitten in der Nacht, aber stört uns nicht. Guten Morgen, Cecil. Hui, wir können auf jeden Fall ein bisschen was mitnehmen.
nehme natürlich gerne die Sachen hier mit. Da ist noch mehr. Gut. Nächster Raum. Uren nehmen wir natürlich mit. Uren, Bücher. Rauben wir hier gerade Sessel aus? Scheint mir so. Hi. Jetzt müssen wir denen aber eine Menge. Ich glaube, hier kriegen wir sogar noch Lohn. Wir haben einen Großteil der Leichenfresser getötet. Einen Großteil? Nur ruhig, der Durchgang zur unteren Sohle ist ja verschüttet. Sie kommen nicht mehr raus. Bald sind sie tot, dann könnt ihr die Arbeit wieder aufnehmen. Ich danke dir, Hexer. Ganz Wergen dank dir. Hier hast du deinen Anteil. Und Shivai, Skax und Sigrin kriegen dasselbe. Geht doch. Cecil, kannst du dich mal bitte nicht schlafen legen? Sie braucht Hilfe. Philippa will ein Gegengift herstellen, aber dafür braucht sie ein magisches Artefakt. Vielleicht eine Farnblüte oder einen steppenden Regenwurm, was? Hör mal, ich habe keine Ahnung von Magie. Aber mir fällt da ein Ort ein, der die Zauberer schon immer interessiert hat. Sie bezeichnen ihn als sehr starke Intersektion. Vielleicht solltest du da mal nachsehen. Gern. Wo ist er? Im Wald hinter Wergen. Such nach den Ruinen. Es ist ein Ort der Macht. Den kannst du nicht verfehlen. Warum so verdrießlich? Saskia ist zäh. Die wird schon wieder. Kopf hoch. Danke, Droste. Hexer, ich habe dir zu danken. Wenn du das Mädchen rettest, rettest du meine Stadt. Noch nicht hinlegen, Cecil. Cecil. Kennst du jemanden, der am Krieg vor 3 Jahren teilgenommen hat? Ich war selbst dabei. Hast du an dieser Feldschlacht teilgenommen? Und ob? Philippa meinte, du solltest einiges über die Schlacht wissen. Hänselt, dieser Schwachkopf, den manche König nennen, war der Ansicht, dass Erdern von Memmen bewohnt ist, die sie schon voll scheißen, wenn er nur mit seiner Armee über den Fluss setzt. Warum hat er Erdern eigentlich angegriffen? Laut Hänselt ist Ober-Erdern uraltes Erbe der Krone von Kettwin und muss dem Mutterland wieder einverleibt werden. Unverschämter Furz. Der unverschämte Furz liegt nicht ganz falsch. Aus den Geschichtsbüchern wirst du erfahren, dass dieses Land vor 300 Jahren tatsächlich zu Kettwin gehörte. Das und mein Arsch. Vor 700 Jahren waren die Elfen hier. Vor 1 Million Jahren die Würmer. Da könnte ja jeder Depp mit seiner Armee beim Nachbarn reinlatschen, weil irgendein Vorfahr da mal einen Scheißhaufen abgesetzt hat. Gut, Hänselt hatte also beschlossen, Ober-Erdern zu erobern. Und dann? Er kam, bezog furchtbare Dresche und ging wieder. Du machst es mir nicht einfach, Cecil. Das war keine Schlacht, sondern ein Gemetzel. Wenn ich davon rede, habe ich alles wieder vor Augen. Ich will nicht. Im Nebel kämpfen die Geister der Gefallenen. Sie verwandeln sich in abscheuliche Geschöpfe, Drauguren genannt. Edirner, Kettwenner, Menschen, Elfen, auch Zwerge. Verdammt. Nicht einmal im Tod haben sie Frieden. Ich will ihnen helfen, aber dazu muss ich erfahren, wie die Schlacht verlaufen ist. Also gut. Wenn du helfen willst, dann hör zu. Jetzt müssen es wir aufpassen. Es war ein schöner Tag. Als Vandergrift nachmittags angriff, schickte er zuerst das graue Fähnlein in den Kampf. Viele von uns haben sich beim Anblick der Standarte in die Hosen geschissen. Aber wir hatten auch eine Überraschung für sie. Im Schutz der Nacht hatten wir Feuerwälle angelegt. Ich kann bis heute nicht glauben, dass wir ihre Speer reinlegen konnten. Wenn diese Falle nicht gewesen wäre, würden wir heute nicht miteinander reden. Ober-Erdern gäbe es nicht mehr. Wir haben das graue Fähnlein zerschlagen, aber das war nur der Anfang. Seldkirk führte uns an. Wo er auftauchte, flohen die Kettwenner. Beim Anblick seiner Rüstung lachte uns das Herz. Dann griff Vandergrift selbst ein. Seldkirk und er trafen in der Mitte des Feldes aufeinander. Schließlich erschlug Vandergrift Seldkirk. Ein schrecklicher Tod.
Ich dachte, das wäre das Ende. Aber dann fiel der Himmel herab, als wollten die Sterne selbst den Tod des großen Ritters rächen. Feuer bedeckte das ganze Schlachtfeld. Keiner interessierte sich mehr für den Feind. Alle wollten fliehen. Es gab keine Freunde und Feinde mehr. Nur noch Lebende und Tote. Es heißt, eine Zauberin aus Kaedwen habe all das angerichtet, weil sie sich an Fandagrift rächen wollte. Da ist wohl was dran, denn Hänselt ließ sie gleich nach der Schlacht hinrichten. Ihr habt das graue Fähnlein besiegt? Hänselts Elitetruppen. Nicht einer von ihnen hat überlebt. Der Besucher hat sie in den sicheren Tod geschickt und ihnen noch nicht mal Verstärkung gegönnt. Dieses Monster in Menschengestalt. Die Soldaten der Grauen waren echte Haudegen. Haben gewaltig zugeschlagen. Doch auf jeden von ihnen kamen 7 der unseren. Sie hatten keine Chance. Wir haben ihre Standarte erobert. Was von ihnen übrig blieb, begruben wir in einer Krypta bei Wergen. Die Standarte ist auch dort. Die Gegner, auch die Toten, muss man immer achten. Ich werde diese Standarte brauchen. Hast du die Kaedwener übersetzen sehen? Von fern. Ich sah Fandagrift an der Spitze von 4000 Schwerbewaffneten. Manchem ist beim Anblick der Bärenköpfe und der gepanzerten Fähnlein von Ardkaré Angst und Bange geworden. In der Mitte war das graue Fähnlein der Veteranen von Brenna. Kaum befand sich Fandagrift auf erdernschem Boden, erklomm er einen Hügel und sah sich um, als mustere er seinen Besitz. Jedenfalls zogen die Zwerge bei diesem Anblick wie auf Kommando ihre Hosen runter und zeigten ihm die Ärsche. Dann trat Seldkirk an unsere Spitze. Seine Rüstung strahlte in der Sonne. Ich hatte Angst, dass ihn ein Bogenschütze von Kaedwen erschießt, aber die standen da wie angefroren. Seldkirk sah zu ihnen und deutete eine Verbeugung an. Den Aufschrei hättest du hören sollen. Er war ein großer Ritter. Hast du den Zweikampf von Seldkirk und Fandagrift selbst gesehen? Ich war recht nah bei ihnen. Einen solchen Kampf hatte ich noch nie erlebt. Und werde es wohl auch nie wieder. Es war ihr zweiter Kampf. Zuvor, bei einem Turnier in Ardkaré, hatte Seldkirk den Sieg davongetragen. Fandagrifts Schwert war geborsten, sodass er aufgeben musste. Ein Ritter wie Seldkirk wird kein zweites Mal geboren. Man sagt, Fandagrift sei nach dem Turnier so zornig gewesen, dass er den Schwertschmied aufhängen ließ. Dann bestellte er bei einem Zauberer ein ganz besonderes Schwert. Es war bestimmt dieses Schwert, mit dem er Seldkirk dann erschlug. Fandagrift ist tot. Weißt du, was aus seinem Schwert geworden ist? Aber ja, Saskia hat es. Und das ist doch gut so. Nur ihre Hand kann den Hass kontrollieren, der darin steckt. Nach der Schlacht, als die Flammen erloschen waren, kamen die Plünderer und stahlen, was sie kriegen konnten. Stell dir vor, in ganz Edern gibt es kein Andenken an Seldkirk. Sein Bruder faselte etwas von Handschuhen, aber er ist ein Lügner. Ich danke dir, Cecil. Du hast mir sehr geholfen. Ich glaube, ich weiß schon, was ich zur Aufhebung des Fluchs brauche. Frau Eilhardt sagte, man bräuchte 4 Symbole. Die Standarte symbolisiert den Tod, Fandagrifts Schwert den Hass. Aber die 2 anderen... Philippa soll sie beschaffen. Sie sollte wissen, wo sie zu finden sind. Hoffentlich. Aber wir sind jetzt ein bisschen schlauer. Dann müssen wir jetzt hier mal wieder raus. Ja, danke, Cecil. Mit deiner Karte kann ich nichts anfangen. Vom Werger Drosten erfuhr Geralt, dass sich im nahen Wald ein Ort befand, an dem einst ein Zauberer gelebt hatte. Cecil gab dem Hexer eine Karte und Geralt zog damit los. Ja, mit dieser Karte ist, okay. Da
Dann ziehe ich jetzt mal damit los. Ich habe keine Ahnung. Also wir sollen jetzt den Ort der Macht finden, von dem Cecil erzählt hat. Hinterwergen. Okay, gucken wir uns vielleicht doch mal die doofe Karte an von Cecil, die eigentlich sehr nichtssagend ist. Ja. Wie Sie sehen, sehen Sie... Ah, da hinten. Da, das X. Okay, das dauert aber noch. Da müssen wir jetzt definitiv noch nicht hin. Das heißt, wir machen jetzt erstmal eine andere Quest. Das dauert wirklich noch. Königliches Blut. Wo ist Triss? Ein Zwerg. Wo ist Triss? Eine Frage auf Leben und Tod. Auftrag Harpien. Ich würde sagen... Schweren Herzens gibt es auch noch. Wir machen mal den Auftrag und gucken uns die Zwergenleichen an. Ich glaube, das ging hier irgendwo lang. Ich weiß nicht, wo ich jetzt schon wieder hingegangen bin. Jetzt bestimmt bei Philippa. Ja. Schon wieder das Medaillon. Ja, hier ist auch irgendwie... So, einmal die Karte. Also dieses Hin- und Herlaufen. Jetzt ist es auch noch dunkel. Da lang, da lang, da lang. Gut. Also in dem verbrannten Dorf sind anscheinend irgendwelche Zwergenleichen. Wir gehen am Händler vorbei, das finde ich gut. Ich habe nämlich wieder irgendwelchen Kram aufgesammelt. Irgendwelchen Kram, den ich nämlich nicht brauche. Gut. Spar dir die Tricks. Moment, Zwergenkatakomben. Ich glaube, da müssen wir zuerst hin. Wie komme ich denn in die Zwergenkatakomben? Dafür ist nämlich unser komisches Besteck. Ah, ich bin auf dem richtigen Weg. So, hier ist schon mal richtig. Ja. Nee. Wieder falsch? Also irgendein Moment ist es echt schwierig. Ich glaube, ich muss hier hin. Ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Ich muss einmal hier lang unter die Brücke durch. Also wie gesagt, die Orientierung zu behalten hier ist echt nicht einfach. Unter die Brücke durch.
Ich glaube, es wäre jetzt hier. Ich glaube, wir müssen jetzt hier lang. Müsste das gewesen sein. Ja. Aber wisst ihr, was ich jetzt einmal mache? Ich habe einfach keine Lust, weiter hier im Dunkel zu spielen. Besser. Müssten jetzt aber auf dem richtigen Weg sein. Keine Ahnung. Was sagt denn unsere Karte? Okay. Das hier ist also nochmal was anderes, aber es sind nicht die Zwergenkatakomben. Das hier ist auch nochmal was ganz anderes, wo wir irgendwann rein müssen, aber nicht jetzt. Hätte aber richtig sein können. Wie ihr sehen könnt. Ja, ich habe echt keine Ahnung, wo ich hier lang muss. Ich habe mir das in einigen Let's Plays auch angeschaut. Also ich bin nicht die Einzige, der es so geht. Geht recht vielen so, dass sie einfach da sitzen und nicht wissen, wo sie hin sollen. Wie komme ich zu den Zwergenkatakomben? Ja, keine Ahnung. Ich kann es echt nicht sagen. Ach, wartet mal. Wartet mal. Bestimmt muss ich hier oben irgendwo lang. Das ist bestimmt überhaupt nicht eingezeichnet. Oh. Ich probier mal was. Kein Haar. Hast du noch mal drüber nachgedacht? Ich bin einfach nur hier gelandet. Oh, das ist alles sehr frustrierend. Ich bin unentschlossen. Was gibt's da zu zaudern? Ja, wenn es doch ein Haus. Hier ist eine Tür. Bin ich jetzt richtig? Nö. Ich bin einfach nur in dem Turm drin. Hätte jetzt sein können, dass diese Tür irgendwo hinführt, aber tut sie einfach nicht. Nennen wir diese Folge "Ich irre planlos herum". Wow. Wo könnte man noch hin? Da ist ein riesiges Tor. Da lässt Cecil Burden uns irgendwann raus. Gehen wir doch mal hier ins Häuschen rein. Rauben wir wenigstens ein paar Leute aus.
Schlüssel erforderlich. Hahaha. Wissen wir wenigstens, wo wir dieses kleine Kistchen wiederfinden? Durch das Tor müssen wir später. Das Ausrufezeichen verschwindet aber auch mal hier, mal da. Also irgendwie... Hast du noch mal drüber nachgedacht? Ich bin... Der Pfeil zeigt auch ganz woanders hin. Sehr irritierend. Sehr, sehr irritierend. Was gibt's da zu zaudern? Jorvet ist doch kein Aufschneider. Elfen reden viel Ding. Würde ich sagen, gehen wir jetzt doch mal zum verbrannten Dorf. Das kann ja hier nicht sein und nicht angehen. Dass man hier einfach nicht weiß, wo man hin soll. Und das ist in The Witcher 3 natürlich ein bisschen besser gelöst. Teilweise auch etwas zu einfach. Aber solche Passagen, wo man wie blöd umherirrt, das ist natürlich echt unschön. Hier ist auch noch eine Tür. Natürlich geht nicht auf. Ach, keine Ahnung, keine Ahnung. Spar dir die Tricks. Wie seltsam die Menschen sind. Saufen! Los, Kameraden! Wir gehen saufen! Bis zum Unfall! Genau, da möchte ich jetzt hin. Und ich glaube, ich weiß auch, wie wir zu den Ruinen kommen. Hier ist auf jeden Fall. Es stinkt nach Schwefel. Seltsam. Ja, es stinkt ja nach Schwefel, hat er gesagt. Das fand er jetzt seltsam. Gut, dann müssen wir jetzt wieder zurück. Bin ich auf dem richtigen Weg? Ja. Was haben wir denn hier? Ach Leute, wenn ich wüsste, wo die Zwergenkatakomben sind, ne? Heieieiei. Hier war irgendwo ein Ort der Macht. Und was haben wir hier Schönes? Oh, hallo. Sei gegrüßt, Fatgarn. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Wieder? Flotsam. Das Feuer. Schon seltsam, wie sowas funktioniert. Ich werde das nie vergessen. Nun, nicht so wichtig. Ich muss nicht erwähnen, dass ich tief in deiner Schuld stehe. Das tut mir leid. Dazu gibt es keinen Grund. Ich finde nur, dass ich es dir irgendwie vergelten sollte. Ich habe hier neu angefangen, weißt du? Sowas schafft Selbstbewusstsein. Sicher, dass ich dich nicht zu etwas Gutem verführen kann? Erstmal, was verkaufst du? Ja... Amethyststaub, Balissa, Wolfsbann. Das hatten wir ja eben schon.
nichts, was wir brauchen. Verführen. Warte mal. Ist dies, wofür ich es halte? Es ist, was du willst, dass es ist. Wir Elfen wirken gemessen an euren Standards vermutlich seltsam. Du hast mein Leben gerettet. Ein wenig Freude als Dank ist nicht übertrieben. Das klingt spannend. Der Tag war lang. Ich könnte etwas Freude gebrauchen. Und meine Lieben, ich muss das jetzt zensieren. Das war irgendwie überraschend. Gehen doch auch mal bei ihr rein. Schlüssel erforderlich. Okay, hier ist nichts. Sind diese blöden Zwergenkatakomben? Ich habe eine Idee, wo man hingehen könnte. Ganz ehrlich, es ist unglaublich, wie sehr man sich verlaufen kann. Und sie einfach nur anzeigen, ja, da sind irgendwo die Zwergenkatakomben. Ich will mich ja nicht beschweren, aber... Was? Wo soll das sein? Es wird einem einfach nicht geholfen. Such mal das ganze Gebiet ab. Da ist irgendwo so ein Pfeil da oben, ja. Aber der Pfeil, der sagt dir halt nicht genau, in welche Richtung du musst. Und du musst halt auch erstmal ganz viele andere Richtungen dir angucken. Deswegen gehe ich jetzt mal hier oben hin. Hier waren wir auch noch nicht. Hier ist, glaube ich, auch das Gebiet der Elfen. Also da sind es ganz, ganz viele. Und hier könnte es zu den Zwergenkatakomben gehen. Oder auch nicht. Herrgott, wo bin ich hier? Also wenn ich jetzt gleich die Zwergenkatakomben finde, ne, dann bin ich gut. Hier? Hier rein? Ich lasse mich nicht beirren, ich laufe einfach weiter. Wir sind hier ganz bestimmt richtig. Ganz bestimmt. Wir sind tatsächlich richtig. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Wir haben es gefunden. Also irgendwie da am Tor und dann abbiegen, abbiegen. Ja. Ach, guck mal hier. Jetzt knüpfst du dir also auch Menschen vor, Hexer. Das tue ich schon lange. Die Öffentlichkeit hat davon einfach keine Notiz genommen. Von Foltests Tod hat sie durchaus gehört. Du weißt, dass auf dich eine Belohnung ausgesetzt ist. Ja, ziemlich mickrig für das Risiko. Wir brauchen das Geld aber, Hexer. Waffen, Kontakte, Nahrung, alles kostet. Schick dich Jorvid? Der wird davon nie erfahren. Ernsthaft? Wie benutze ich eigentlich so eine Bombe? Ah! Kann mal jemand diese blöde Elfe wegmachen? Erstmal dieses Fujatel und dann kommt der böse, böse Zwerg dran. So, wo bist du? Ich dachte, ich hätte dich weggemacht. Oh.
Was für ein dober Zwerg. Ja, selbst schuld. Selbst schuld, würde ich sagen. Die wollten mir ans Bein pissen. Die wollten mich ausliefern. Und davon ordentlich Geld haben. Hat wohl nicht ganz hingehauen. Hier kommt man irgendwo rüber. Sieht gut aus. Moment. Geht hier nicht, das ist mir schon klar, aber hier sind Harpchen. Und ich wollte das ja mal ausprobieren. Ich muss wahrscheinlich eh mehrere Harpchenfallen machen. Ich glaube, die setzt man damit. Verrecke. Okay, die nehmen anscheinend keine Harpchenfallen. Ein Held, wie? Sind die Harpchen jetzt auf einmal weg? Kommt ihr mal bitte, ich habe hier eine Falle für euch hingepackt. Okay, ich muss erst die Menschen wegmachen. Naja. Auf die Anderlinge! Was für ein Gemetzel. Also ich kann meine Harpienfalle, wenn es nicht funktioniert, anscheinend auch wieder aufheben. Schlag sie mich gewunden zu! Das mache ich jetzt auch. Ist da noch jemand? Da hinten! Geh mir nicht auf den Keks. Ach Gott, Leute, ich habe doch keine Zeit. Ich will meine Harpienfalle wieder aufheben. Oh, da sind immer mehr. Ich glaube, ich habe sie jetzt alle. So, die nehmen wir wieder mit. Jetzt schauen wir mal. Harpienkrallen haben wir, Zeugs haben wir wieder bekommen, ja. Jetzt schauen wir mal eben auf die Karte. Wir hier wirklich richtig sind. Ich bezweifle es, aber ich glaube, wir sind auf einem richtigen Weg. Also irgendwas können wir hier bestimmt erledigen. Ich glaube trotzdem, dass wir hier noch nicht ganz richtig sind. Aber wir laufen einfach mal weiter. Muss nicht alles mitnehmen. Doch gar nicht mal schlecht aus. Ist
sieht alles wirklich nicht schlecht aus. Ich glaube, wir haben sie gefunden. Das sind die Zwergenkatakomben, die ich gesucht habe. Ja. Und da hinten muss ich hin. Schon gesagt, dass ich Erscheinungen nicht mag. Das sind so fiese Möps. Ganz, ganz fiese Möps sind das. Ich hätte trotzdem nicht gedacht, dass ich diese Folge tatsächlich noch finde, was wir suchen. Muss ich ja ehrlich gestehen. Hat ja ein bisschen dran gezweifelt, dass wir das jetzt noch finden, ohne dass ich mal in eine Lösung gucke. Aber ja doch, mein Erinnerungsvermögen ist zwar wie ein Sieb und ich habe einen Orientierungssinn einer Erdnuss, aber ich habe anscheinend, ja, sagen wir es mal so, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Genau das ist heute passiert. Dieses Phänomen durftet ihr heute begutachten. Oh, den will ich auch noch mitnehmen. So, und wenn das jetzt auch noch weiter klappt, dann... Da bin ich glücklich. War das hier irgendwo? Muss ich die jetzt auspacken? Die Leiche ist frisch. Die liegt hier noch nicht lange. Die Kleidung ist an vielen Stellen zerrissen. Schwefelspuren. Der Kopf ist in einem besseren Zustand als der Rest des Körpers. Tiefe Augenringe. Blutarmut. Einige kleinere Bisse am Hals. Er hält noch ein paar lange Haare umklammert. Die Unterarme sind sehr zerfetzt. Vermutlich hat er versucht, sich zu schützen. Da steckt doch was im Knochen. Ein Metallsplitter. Interessant. Rücken zerkratzt. Der hat sich vor seinem Tod noch amüsiert. Was ist denn das für ein Buch? Und dein Körper schrie vor Glück unter meiner Hand Geschick. Eindeutig aus der Feder von Meister Rittersporn. Grässliche Fleischwunden. Da war jemand ziemlich wütend. Die Kleidung ist an vielen Stellen zerrissen. Schwefelspuren. Er war ein junger Mann wie die anderen. Es deutet alles auf einen Succubus hin. Aber dieser Metallsplitter in der Wunde. Und dafür haben wir übrigens auch das Werkzeug benutzt. Sonst hätten wir diese Option mit dem Metallsplitter nicht gehabt. So, und meine Lieben, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und tschüss!